Kapitel 16 Drache aus Plot, Verzerrer der Vision. Beide Parteien des Kampfes fanden sich auf Ebene 40 wieder. Noch war die Schlacht nicht am Ende. Das Schicksal des Turmes und der Stadt war noch nicht besiegelt. Obwohl Marcello und Aurora bereits so viel gearbeitet hatten, so viel angerichtet hatten, heilte Endynalos sich immer und immer wieder. Doch Aurora war gebildet genug, um zu wissen. Ein Pokémon kann Genesung nicht mehr als 5-mal nutzen, bevor es Rast braucht. 3 dieser 5 Male waren nun verbraucht. Wenn es das Team schaffte, Endynalos noch einmal in eine Lage wie letztes Mal zu bringen, wären all die Genesungen verbraucht. Natürlich war es auch immer noch möglich, Endynalos auszunocken, bevor er sich heilen könnte. Doch dies schien eher unwahrscheinlich. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe, ihr impertinenten Ratten. Weshalb müsst ihr euch wehren? Diese Stadt ist meine Heimat. Denkst du wirklich, ich würde sie nicht verteidigen, Endynalos? Das Rot, welches den Drachen umgab, verdunkelte sich. Heimat, Freundschaft, Emotion, Verbindungen. All dies sind nichts als irrationale Wendungen unserer Gedankenströme. Sterbliche wie du werden nie verstehen, was wirklich ist und was Illusion. Rede nicht, als wärst du unsterblich. Wir wissen beide, dass du genauso sterblich bist wie wir. Erneut verdunkelte der Drache sich. Inzwischen war seine Farbe schon beinahe pechschwarz. Mein Körper mag vergänglich sein, doch anders als eure Seelen wird die meine niemals schwinden. Sie ist geformt, geprägt und erzogen von Plot. Dem Plot-Kaiser zu folgen ist meine Bestimmung. Geformt aus Plot? War dies rhetorisch gemeint oder war dies tatsächlich, was Endynalos war? Doch konnte so etwas wie ein Wesen geschaffen aus Plot überhaupt existieren? Ein lautes Brüllen unterbrach Auroras Gedanken, als blaue Energie Endynalos umgab. Offensichtlich hatte der Drache immer noch weitere Trümpfe, von welchen Polana Watra oder zumindest Aurora nichts wussten. Sekunden später entstanden ein weiteres Mal Orbs um Endynalos, welche jedoch alle derselben hellblauen Farbe angehörten. Bevor überhaupt eine Chance bestand, diese zu zerstören, schoss aus jedem der kreisenden Orbs ein Strahl, ähnlich wie ein Drachenpuls. Die extreme Ähnlichkeit wurde gerade dann da, als Marshadow, der in den Schatten verschwand, um zu entfliehen, bemerkte, dass Aurora anscheinend vollkommen unverwundet blieb, anders als große Teile der Einrichtung. Feen-Pokémon, ein abscheulicher Typus. Dann muss ich es eben auf die altmodische Art probieren. Erneut sah Aurora, wie die Welt vor ihren Augen an Farbe verlor. Doch auch sah sie, wie sich erneut ein Kristall an der Decke bildete. Sie wollte ihn sofort angreifen und zerstören. Doch dieses Mal würde Endynalos seinen Trumpf nicht so schnell vergehen lassen. Sofort nutzte er Schutzschild und stellte sich in den Weg von Auroras Eisstrahl. Dieses Mal nicht. Dieses Mal werdet ihr den wahren Zorn des Antivisionärs ertragen. Kurz zuckte Aurora auf. Antivisionär. Diese Bezeichnung war schlicht lächerlich. Sollte dies etwas Positives sein? In ihren Augen klang das neulich nach einer völlig negativen Beschreibung. Ein Antivisionär war in ihren Augen jemand, der keine Zukunft sah, keine Hoffnung hatte. Jemand wie Kel. Oder wie sie, hätte sie den Plot nie kennengelernt. Doch andererseits sah sie auch den Sinn der Beschreibung, eher in einem extrem wörtlichen Sinn als in einem übertragenden. Endynalos Spezialität war es immerhin, die Vision seiner Feinde einzuschränken und somit seine Orbs unberechenbar zu machen. Und diese Orbs kehrten auch in diesem Kampf wieder. Bereits mehrfach im Kampf hatte Aurora sich gefragt, weshalb Endynalos sie überhaupt nutzte, wenn sie ihm doch leicht schaden konnten.
Doch sie hatte bereits beim vorigen Male festgestellt, dass sie ihm eher unfreiwillig zu entstiegen schien als tatsächlich geplant. Doch solange die Farben aus ihrer Vision fehlten und Endinalos sein Kristall schützte, waren sie eine unglaublich effektive Waffe. Und jetzt mal, Shadow, raten wir einfach, welche Orbs die richtigen sind. Der Blick in seinen Augen verriet ihr, dass er seine Worte nicht unbedingt meinte, wie er sie sagte. Stattdessen sah sie kurz eine Flamme in seiner Hand aufflackern. Ein geheimes Zeichen. Die beiden hatten es schon vor Tagen beim Training für eine geheime Teamtechnik entwickelt. Wenn wir das müssen, dann werden wir das. Zwar verstand Aurora, wie diese Technik die beiden zum Ziel führen sollte, doch sie würde nur helfen, wenn die beiden Endynalos austricksen könnten. Dieser schien jedoch vollkommen fokussiert auf die Verteidigung seines Kristalls zu sein, während all die Orbs die Arbeit machten. Beinahe wirkte es, als wären diese sogar noch mächtiger geworden, da ihre Explosionen nur noch mehr Reichweite hatten. Es war schier unmöglich, ihnen noch zu entgehen, und der Kampf wurde zu einem reinen Glücksspiel, in welchem Endynalos mehr Kontrolle besaß als seine Gegner. Doch in einem Moment, in welchem Endynalos einen direkten Angriff Marshadows abwehrte, sah Aurora eine Chance. Endynalos reagierte schnell und warf sich vor den Kristall. Doch ein Schutzschild konnte er nicht mehr errichten. Ein Glühen zeigte, dass er wieder Genesung nutzte. Nun war der Moment gekommen. Endynalos Orbs schossen wieder auf die beiden Kämpfer los. Doch erneut feuerte Aurora einen Eisstrahl. Dieses Mal mit Schild war Endynalos bereit. Doch nicht bereit war er für Marshadow, welcher auf einmal vor ihm in die Luft sprang, um die Kraft des Eisstrahles in seiner eigenen Hand zu sammeln und über Endynalos hinweg auf den Kristall zuzuspringen. Die geheime Technik Polana Vatras. Doch in diesem Kampf, so viel wusste Aurora, würde so ein billiger Trick wenig ausrichten. Und genau wie sie erwartet hatte, fing Endynalos ihren Teampartner immer noch ab. Doch er war alles andere als bereit für Aurora, die auf einmal auf seinen Rücken gesprungen kam. Sofort schützte der Antivisionär sich, doch Aurora sprang weiter. Endynalos hatte zu panisch reagiert. Dachte Aurora zumindest zuerst. Doch ein starker Windstoß drückte sie nach unten, kurz bevor sie den Kristall erreichte. Bei ihrer unsanften Landung durchzuckte sie Schmerz. Ihr könnt mich nicht ausspielen. Ich bin euch Übersterbliche. Wackelig stand Aurora auf, doch auf ihrem Gesicht zeigte sich ein schadenfrohes Grinsen. Sie hatte noch einmal eine Ecke weiter gedacht als Endynalos. Noch im selben Moment schlug Endynalos eigener Orb, jener, der Aurora zuvor verfolgte, in den Kristall ein und zerbarst ihn vollends. Die Farben kehrten wieder in die Ebene zurück. Von den Ereignissen schockiert sah Endynalos nicht kommen, wie ein weiterer Blizzard seine neuen Orbs zerfetzte. Er fiel zu Boden. Ein weiteres Mal. Ach wirklich? Schachmattdrache! Marshadow tauchte neben Aurora aus den Schatten auf. Wirklich beeindruckend. Du hast gleich 3 Schritte weiter gedacht als ich. Tja, da siehst du mal, was ich kann. Aber Hauptsache ist, dass wir endlich gewonnen haben. Doch, sie sah selber. Sie hätte nicht reden dürfen. Erneut umgab rotes Licht Endynalos. Seine letzte Genesung. Sie reichte nicht aus, um all seine Wunden zu heilen. Seine Stimme klang verzerrt. Ihr ekelerregenden Visionäre. Ein weiteres Mal erschien ein Portal in der Decke. Und ein letztes Mal betraten alle 3 Pokémon es. Als sie auf der anderen Seite herauskamen, war Aurora geschockt. Wie hatte Endynalos auf einmal so viele Ebenen übersprungen? Der Notstromgenerator stand nun nur Meter hinter ihr und Marshadow. Eine Glaskuppel umgab das Kampffeld. Ebene 50, die Spitze des Turmes. An diesem Ort wurden nur die größten, bedeutendsten Kämpfe der gesamten Liga ausgetragen. Und seit einigen Wochen die Lebensversicherung Kiratowns gelagert. Gebt endlich auf! Eure Ideale sind Schall und Rauch. Eure Wünsche sind nichts als Insekten im Dschungel des ewigen Plots. Akzeptiert eure Niederlage.
Endynalos letzter Kampfschrei war laut genug, um das Glas an den Wänden zum Vibrieren zu bringen. Auch wenn Auroras eigene Wunden schmerzten, wusste sie, dieser Kampf war nicht verloren. Sie und Mashadow mussten keine Niederlage akzeptieren. Endynalos hatte seine letzte Genesung verbraucht. Wenn sie nun einige gute Treffer landen konnten, wäre der Kampf entschieden. Doch wenn Endynalos nur einmal den Generator kritisch traf, dann wäre all die Mühe umsonst gewesen. Das Finale der Schlacht gegen Endynalos begann nun endlich. Kaum beschwor der Antivisionär wieder seine Orbs, bemerkte Aurora, dass mit der letzten Genesung auch Endynalos Heilorbs verschwunden waren. Ohne diese wären seine Farbspiele kaum effektiv, weshalb er dieses Mal vollkommen ausließ. Stattdessen begann er erneut damit, alle Orbs, dieses Mal in allen möglichen Farben, um sich herumkreisen zu lassen. Es war derselbe Angriff, welcher bereits die dritte Phase des Kampfes eingeleitet hatte. Dieses Mal gehörte jedoch jeder einzelne der Strahlen zu einem anderen Typen, weshalb Aurora deutlich weniger Freiraum blieb. Was noch dazu kam, war, dass Team Polana-Watra nicht einfach ausweichen konnte, ohne den Generator dem Angriff auszusetzen. Aber gleichzeitig konnten sie nicht alle Strahlen abfangen. Schnell dachte Aurora nach. Der Generator wirkte relativ feuerfest, ein Elektroangriff hingegen würde die gesamten Stromkreise außer Kraft setzen. So schnell sie konnte, wägte sie ab. Der Generator würde zwar nicht unbeschadet bleiben, doch ein Feuer- und ein Pflanzenangriff würden ihm keine zu bedeutenden Schäden hinzufügen. Kombiniert mit einem Lichtschild, welches ankommende Strahlen schwächte, wirkte Mashadow immer noch recht frisch, ganz wie der Generator. Jedoch galt selbiges nicht für Aurora. Als das Lichtschild wieder schwand, verschwamm die Welt bereits vor ihren Augen. Wenn der Kampf nicht bald enden würde, dann könnte sie nicht mehr mithalten. Doch auch Endynalos schien diese Gedanken zu teilen. Erneut begann er zu leuchten, anders als die letzten Male jedoch in einem grellen Orange. Stirbt endlich! Ergebt euch dem Schicksal! Geht unter zusammen mit diesem lächerlichen Ort! Aurora! Verschwinde! Der plötzliche Ausruf ihres Teampartners holte das Vulnona zurück in die Realität. Bitte was? Was meinst du? Dieser Angriff ist angetrieben von Plotkraft. Der orangene Schimmer zeigt es. Endynalos hat sein Limit erreicht. Ich versuche ihn aufzuhalten, aber du musst gehen. Dieser Angriff ist Explosion P. Eine Art Kamikaze-Angriff. Ein Kamikaze-Angriff? War Endynalos wirklich so verzweifelt? Doch gleichzeitig wusste Aurora, sie könnte jetzt auch nicht fliehen. Nicht, wenn der Generator nicht sicher war. Vergiss es, wir sind diejenigen, die den Unterschied zwischen Kiratown und einer Ruinenlandschaft bestimmen. Orangenes Licht erfüllte den gesamten Raum. Jegliche Vision schwand Aurora, bevor sie sich an einem fremden Ort wiederfand. Es war wie eine Art ewiger Sternenhimmel, gefüllt mit nichts außer leuchtenden Punkten. Bin ich tot? Was ist passiert? Eine Stimme, gleichermaßen unbekannt, doch irgendwo auch bekannt, ertönte. Aurora, du bist eine Kriegerin. Deine Ideale sind unerschütterlich. Du kämpfst für den Plot wie für dein Leben. Du bist eine Plotkriegerin. Und niemand wird dich schlagen mit den Waffen, die dein eigen sind. Kaum hatte die Stimme ausgesprochen, schreckte sie auf, nun wieder in der Kuppel vor dem Generator. Immer noch schwebte Endynalos an diesem Ort, doch er schien beinahe keine Kraft mehr zu haben. Vollkommen anders als Aurora, die sich nun vollkommen von Kraft durchströmt fühlte. Und auch sah sie, dass nun sie selbst umgeben war von der orangenen Kraft, welche gerade noch Endynalos gehört hatte. Mein Plot. Meine Macht. Wie? Der Plot ist mehr als eine Energie. Der Plot ist ein Wesen. Ein Wesen, das kämpft für die, die auf seiner Seite stehen. Endynalos, Epsilon mag sich den Plotkrieger nennen. Doch in Wahrheit steht er nicht für den Plot, sondern für sich selbst. Wir sind die wahren Plotkrieger. Ich bin eine Plotkriegerin.
und ich werde nicht durch die Macht gestürzt werden, für die ich bereit bin, mein Leben zu geben. Jede Ader in ihrem Körper strömte vor Kraft und Adrenalin, als sich Aurora auf den Plot in ihrem Inneren fokussierte. Schier endlose Kraft schien von ihr auszuströmen, als ein Angriff wie 1000 Blizzards emportrat und Endynalos gesamte Hälfte des Raumes in Eis tauchte. Im Anschluss an diesen Angriff, welcher den Plotdrachen geschlagen zurückließ, verschwand das orangene Licht wieder, welches Aurora erfüllt hatte. Erneut begann sie die Erschöpfung in ihren Muskeln zu spüren, als sie letztlich zusammenklappte. Aurora, ist alles in Ordnung? Was ist geschehen? Alles gut, ich bin nur ziemlich fertig. Und was genau geschehen ist, weiß ich selber nicht genau. Aber wir haben gewonnen und das ist alles, was zählt, nicht? Ein unerwartetes Geräusch unterbrach jedoch das Gespräch des siegreichen Teams. Ein langsames, ruhiges Klatschen. Und die Quelle dessen schwebte in der Luft, nahe des gefallenen Endynalos. Sein eigener Meister, Epsilon.